Willkommen zurück zu Let's Play Planescape Torment. Wir haben uns gerade sehr, sehr ausführlich mit Ravel Rätsel schön unterhalten und sehr viel über unsere Unsterblichkeit erfahren. Die hat sie uns nämlich geschenkt, in Anführungsstrichen. Und sie hat uns gesagt, dass wir einen Engel, einen Deva finden sollen, der uns mehr über unsere Unsterblichkeit und unsere Seele erzählen kann. Außerdem hat sie uns sehr viel über die Kunst beigebracht. Aber sie will uns nicht gehen lassen, sodass wir jetzt ein Magierduell gegen Ravel zu bestehen haben. Und sie hat Triggets, ihre komischen Baumdiener herbeigerufen und wir auch. Und ich werde mal lieber ein bisschen aus dem Schlacht, aus, also aus der Schlagweite gehen und dann geht's los. Sturm das erste Mal. So, da ist der erste Trigger schon mal hinüber. Und weiter geht's. Feuer und Eis. Geschoss. Und dann wollen wir die restlichen Träger vernichten. Ouchie. Zeit.
müssen wir sie doch mit dem Schwarmfluch um die Ecke bringen. Na gut. Und das war's. Ganz schön knapp. So, und er will die Schatten erscheinen und die Triggers laufen amok. Wir müssen also schnell zu unseren Gefährten gelangen. Wir werden noch mal kurz Ravel durchsuchen. Hier können wir irgendwie durch so ein Portal gehen, weil wir ja ein Haar von ihr bekommen haben. Das machen wir aber später. Wir haben erstmal den Zauber Schwarze Sphäre gelernt. Werde ich mal in das Zauber übertragen. Und Stachelfluch haben wir auch gelernt. Und wir haben Scheußerauge gefunden. Plus 2 auf Charisma, Widerstandsfähigkeiten, minus 1 auf Weisheit. Wir haben jetzt Weisheit 24, glaube ich, sodass wir das anlegen können. Noch Rabels Fingernagel. Das ist ein Dolch. So, die stapeln wir mal. Und wir können jetzt noch Stufen aufsteigen. 2 Stück sogar, glaube ich. Das werden wir mal machen. Konstitution 18. Juhu. Und Gewandtheit. Und nochmal unsere Sprüche prüfen. Ja, das wollte ich noch ändern. Da ist der neue Zauber. Und die, hier ist der zweite neue Zauber. Und wir dann nochmal die Sphäre der Verdopplung. Und wir haben Klingensturm zur Auswahl. So, und jetzt schnell zu unserem Gefährten. Ich bin weg. Wahnsinn, dann nochmal. Hier, da sind sie. Nicht. Oh. Mold. Ich wusste, du würdest zurückkommen, Meister. Endlich eingesehen, dass du mich brauchst, was? Ich kümmere mich um dieses Trigger hier. So, da kommen. Anna jetzt nicht auswählen. So. Und hier kommen sie angestürmt. Zeit für eine Todeswolke. Und da sind sie alle hinüber. Kann ich Anna nicht auswählen? Was ist denn das? Aber nun. Brauchst du noch meine Hilfe? Ja. So. So, und Rabel hat uns noch das Amulett der Eingeweide aus dem Leib gerissen, das die Rüstungsklasse auf 2 erniedrigt. Das könnten wir zwar auch für den Magier ganz gut gebrauchen, aber da es auch Lebenspunkte gibt, wird das Grace mal bekommen, die damit auch bei minus 6 angekommen ist, wie alle 3 hier hinten. Das ist doch fantastisch. Und wir konnten ja noch durch so ein Portal gehen. Das werden wir jetzt mal tun.
Vorher aber werde ich nochmal Mord und mich balsamieren. So. Und hier sind, achso, das ist Ravids Kräutergarten. Und wir können jetzt diese Magie, die sie uns beigebracht hat, hier anwenden und erhalten noch neue Samen. Äste, das sind so Zauberstäbe. Das machen wir jetzt dreimal. So. Genau. Die können irgendwie schwarzes Stachelschild und Stachelfluch herbeirufen. Das Stachelschild können wir leider nicht direkt lernen. So, nochmal gucken. Ich glaube, Dakon darf das auch nochmal lernen. So. Gut, damit haben wir alles und können den Irrgarten verlassen. Aufstellung nehmen. Da kann ich nichts machen. Was, warum wird, wie magisch angezogen will der Namenlose immer hier unten oder was? Zum Portal. Also es, so zwei Baumwesen wollen uns noch den Weg versperren. Niemals. Gut.
Das war's. Ja, so viel zu Ravel. Eine grüne Albtraumgestalt hat sie nochmal niedergemetzelt, nachdem wir das waren. Und wir erreichen die Außenländer. Und haben nochmal Erfahrungspunkte gekriegt. Und ich werde hier mal abspeichern, weil wir am Ende des nächsten Videos angekommen sind. So, und wir sind mittlerweile, wie ihr sehen könnt, ein ziemlich mächtiger Magier schon geworden. Und Anna kratzt an der nächsten Stufe. Grace auch nicht mehr so weit entfernt. Also, bis zum nächsten Video.